Die Linke ist die Partei der Gerechtigkeit. Und wir setzen uns ein für soziale Gerechtigkeit, gerade nach der Corona-Krise, wo viele ärmer geworden sind, aber eben auch wenige reicher. Während die einen um ihre Existenz zittern, ob das die Kulturschaffenden sind oder die Leute in der Gastronomie, die Menschen, die in Kurzarbeit sind, wurden andere immer reicher. Zum Beispiel Unionsbundestagsabgeordnete, die sich mit Maskendienst bereichert haben. Aber es gibt auch 70.000 neue Millionäre in diesem Land, alleine im letzten Jahr. Und der Reichtum in diesem Land ist so ungerecht verteilt, dass es höchste Zeit ist, über Umverteilung nicht nur zu reden, sondern sie endlich in die Tat umzusetzen.